Welches Getränk verbinden Sie eigentlich mit Mallorca? Na klar, wer an die Insel denkt, denkt an Sangria. Zwar ist das berüchtigte Eimersaufen an der Playa mittlerweile verboten, aber in den Bars gibt es das erfrischende Rotweingetränk natürlich noch immer. Ich bestelle mir eine eisgekühlte Sangria. Ah, genau so, wie ich es mag. Das spanische Nationalgetränk, was der Spanier, übrigens wirklich, nicht nur wir Deutschen, in der prallen Mittagssonne genießt. Das ist kein Abenddrink. Und ist im Prinzip, naja, ein Rotwein, bisschen Früchte drin, manchmal auch ein Schuss Likör für den Geschmack. Und ganz ehrlich, genau das Richtige zum Abkühlen in der Mittagshitze. Hier schön serviert, in so einer Bar am Strand. Was aber, wenn wir das genießen wollen, während der Zeit am Strand, also im Sand? Ja, da kommt da jetzt keiner vorbei. Doch, hier schon. Nur was die Damen und Herren im Gepäck haben und ihnen ausschenken, wenn sie schon mal hier waren, sie werden es kaum glauben. Und das hat mit diesem Verkaufstrupp zu tun. Die Männer und Frauen liefern an der Playa de Palma Sangria. Sogar direkt ans Badehandtuch. Ein Service, der auch meinem Kollegen Uli aufgefallen ist. Erzähl, was war denn gerade los? Na, ich bin ein bisschen rumgelaufen hier am Strand. Dann habe ich ein paar Deutsche getroffen, die sich über den Sangria beschwert haben, der hier in Bechern am Strand verkauft wird. Gesehen. Ja, so ein Becherchen für 5 Euro. Und sie meinten natürlich ganz subjektiv, schmeckt, wie wenn er mit Wasser gestreckt wird. Uli zeigt mir seine Aufnahmen. Männer, darf ich kurz stören? Frage, was kostet denn der Sangria? Ja? 5 Euro. Und wie? Gut, schlecht? Was schon? Was geht? Ja. Dann wie viel ist es? Ja, Wasser, oder? Und? Mehr als 5 Euro würde ich bezahlen. Ist der gut? Ja, ist halt doch. Damit nicht genug. Die Verkäuferin und ihre Kollegen sind alte Bekannte unserer kleinen Sendung. 2021 waren wir schon mal hier an der Playa. Damals hat mir die Truppe völlig überteuertes Bier angedreht. Ein Bier bitte. Zack. Ich gebe der Dame 20 Euro und ich bin nicht wirklich geschockt, als ich mein Wechselgeld sehe. Kostet das 7,50 Euro? 7 Euro. 7,50 Euro? Nein, das kostet 7 Euro. Ah, 7. Warum 7? Normale Preise sind nur 2 Euro. Warum verkaufst du mir das für 7 Euro? Ich verstehe dich nicht. Ja, du verstehst mich schon. Ich verkaufe hier allen Leuten das Bier für 7 Euro. Was ist los mit dir? 2022 geht es also munter weiter. Statt Bier ist es dieses Jahr Sangria. Aber du hast ja selbst noch nicht gekauft, ne? Nee. Also mache ich einen Testkauf bei einer der Verkäuferinnen. Ich winke einmal und werde an meinem Sitzplatz bedient. Bequem. Das ist Sangria, oder? Ja, das ist Sangria. Sie auch einen? Was kostet es? 10 Euro. Denn, du, 5 Euro. Das ist. Gracias. Thank you. Habe ich ja gerade 10 Euro gegeben. Ich bin ja immer so ein Typ fürs Eis. Einmal mal zu gucken. Einmal die Melone geschenkt. Die gibt's ja hier auch über. Die Obstdeko. Ist sie weg? Die Obstdeko jetzt mal geschenkt. Die ist ganz nett. Wie viel, was auch immer von Getränk das ist, davon steckt denn hier drin? Ich darf jetzt mal, weil ich in Ermangelung anderer Haushaltsgeräte, das Eis hier rausfischen. Denn ohne die Würfel ist in dem 0,5 Liter Becher gar nicht mehr so viel Sangria drin. 5 Euro für gute 300 Milliliter. Ich werde nicht nachweisen können,
wie und wie viel das hier gestreckt wurde. Es ist wahnsinnig wenig, was übrig bleibt nach Entnahme von Obst und Eis. Und es riecht und schmeckt dann scheußlich. Wir beobachten diese Szene. Die örtliche Polizei konfisziert die Drinks und macht das Einzige, wozu dieses Gesöff gut ist. Grünpflege am Ballermann. Vermutlich hat die Frau keine Lizenz, um Alkohol am Strand zu verkaufen. Meine Kollegen laufen der Dame hinterher. Es dauert nicht lange und sie haben die Sangria-Quelle gefunden. Auf der Treppe eines kleinen Supermarkts mischen die Händler die Drinks zusammen mit ordentlich Eis, vorbereiteten Früchten aus einer Plastiktüte und fertigem Sangria aus der Plastikflasche. Und genau dort, wo sie heute Sangria mischen, habe ich sie 2021 als Bierabzocker konfrontiert. Ah, schau mal, wie geht's dir? Du schon wieder. Wie viel kostet es denn hier? Ciao, die filmen mich gerade. Nee, keine Sorge. Doch, du filmst mich gerade. Geh zum Teufel. Naja, was ist denn das Problem? Ich zeige dich an. Ja, bitte gerne. Was du machst, ist kriminell und du weißt es. In derselben Straße gehe ich jetzt in einen Minimarkt. Finde ich hier die Sangria, die ich vorhin im Becher am Strand gekauft habe? Sag mal, Uli, du hast doch die Flasche gesehen, die hier gibt's schon mal eine, hier. Wäre der das hier, das ist aber jetzt hier, das ist hier ein teurer, der kostet 12,99 Euro. Das ist so der echte von Mallorca, den kenne ich auch. Der ist ja sogar gekühlt. Der ist ja nicht. Der ist es nicht. Warte mal, ich guck mal weiter. Schön Zimmertemperatur. Das haben die da reingeschüttet. Ja. Kannst du lesen, was da draufsteht? Aber was wird das sein? Also auf den ersten Blick könnte es koreanisch sein, chinesisch möglicherweise. Trotz des asiatischen Etiketts, die Sangria ist made in Spain. Die Strandtruppe verkauft also echte spanische Sangria. Aber über die Qualität sagt das gar nichts aus. Ich bezahle für die Pulle 5 Euro. Das ist der, den die da abfüllen. Ich finde 5 Euro jetzt sogar noch vergleichsweise teuer. Weil das ist hier so ein Strandsupermarkt. Da kostet alles deutlich mehr. Ich glaube, ich finde den noch für weniger. Schauen wir mal. Ab in einen normalen Supermarkt. Zur Erinnerung, aus einer Flasche machen die Verkäufer an der Playa 6 Becher à 5 Euro. 30 Euro Umsatz. Na, wusste ich doch. Hier sogar gekühlt und dann zum Preis von 2,95 Euro. 2,95 Euro. 2,95 Euro für 1,5 Liter. Keine schlechte Marge für die Verkäuferinnen und Verkäufer. Moment mal. Die Sangria wäre ja nun nicht ein Nationalgetränk der Spanier, wenn es nicht auch Spanier geben würde oder spanische Gastwirte, die besonderen Wert auf echte Sangria legen. Und so einen haben wir gefunden. Und ich lasse es mir jetzt einmal mal vorführen. Wie geht denn Sangria? In einer schicken Strandbar in Playa de Palma bin ich verabredet mit Simone. Hallo, kannst du mir zeigen, wie man eine richtige spanische Sangria macht? Español? Klar. Hier haben wir eine Basismischung aus Bananenlikör. Likör 43, weißem Martini und anderen geheimen Zutaten. Die Früchte sind bei Simones Sangria nicht nur Deko. Er legt Orangen, Trauben und Apfelschnitze in die Likörmischung ein, damit sie Geschmack abgeben. Dann füllt er das Ganze mit lieblichem Rotwein auf. Jetzt muss ich mal probieren. Also, Moment. Meine Lieben, all die, die da draußen am Strand liegen, aus diesen Plastikeimern oder Plastikbechern, diesen Quatsch trinken, sollten mal jetzt hier zu mir an die Bar kommen. Schade, sind nicht mehr da. Wahrscheinlich liegen die schon im Hotel mit dem Kopfschmerz. Sollten auch mal den Weg in eine ordentliche Sangria-Bar machen, weil das hier ist eine andere Welt. Zugegeben, bei dem Alkoholgehalt trinke ich sowas nicht in der Mittagssonne und schon gar nicht irgendwie 2, 3 Stück nacheinander. Aber diese eine, echte, spanische Sangria, die schmeckt nach mehr als nur billigen Fuselwein. Die schmeckt nach Früchten, die schmeckt nach Süden.
natürlich auch nach Wein und nach Urlaub. Was kostet denn ein Glas? 6,50 Euro. Entschuldigen Sie mal. Und die 10 Meter vom Strand hierher, die nimmt man nicht auf sich, für 1,50 Euro mehr gerade das echte Erlebnis zu haben. Und für einen Fünfer die Billigplörre da draußen, die eigentlich für den Versand nach China gedacht ist, nee. So. Ich werde nicht austrinken können, weil mit den Damen und Herren haben wir jetzt noch ein Wort zu reden. Was eine Unverschämtheit. Am nächsten Morgen passe ich die Verkäuferin ab. An der Treppe des Minimarkts. Hey, guck mal, hey, wie geht's? Hola, hola, hola. Lass mich in Ruhe. Hey, sag mal, du verkaufst hier wirklich den allerbilligsten Sangria. Warum läufst denn du weg? Warum rennst du denn weg? Du schüttest hier diesen allerbilligsten Sangria in die... Verpiss dich! Die Frau nimmt Reis aus. Auf mich und die Kameras hat sie gar keine Lust. Wahrscheinlich erinnert sie sich noch an vergangenes Jahr, als ich sie wegen der teuren Biere zur Rede gestellt habe. Komm doch mal her! Komm mal her! Die Verkäuferin holt sich Verstärkung und es wird unschön. Komm mal! Gibt's ein Problem? Ja, klar. Wir drehen hier. Verdammt noch mal, verpiss dich hier! Soll ich die Polizei holen? Ruf doch die Polizei! Ja, mach ich. Was fällt dir ein? Du darfst hier nicht filmen. Ja, klar film ich hier. Ich film dich jetzt auch. Was ist los, du Hurensohn? Hey, Freundchen, jetzt ist alles gut, okay? Sag mir nur eine Sache. Das ist dann wirklich alles. Ist das hier wirklich Sangria? Lass das! Soll ich die Polizei... Ganz ruhig, ganz ruhig. Soll ich die Polizei holen oder gibt es dann Probleme? Was machst du hier, amigo? Was machst du hier ohne Lizenz und mit dem billigen Fusel? Lass mich hier in Ruhe arbeiten. Ein normales Gespräch wird das heute nicht mehr. Aha. Ah, das brauchte ich nochmal. Morgens um 11. So eine Sangria über den Kopf. Das Schöne ist, die kostet ja keine 30 Cent, was ich da gerade abbekommen habe. Aber all die, die das jetzt hier kaufen, zahlen 5 Euro. Und deswegen nochmal mein ganz dringender Tipp an Sie und wirklich mein Rat. Kaufen Sie hier von denen keine Sangria. Das ist das Billigste, was Sie in ganz Spanien überhaupt bekommen können. Und ansonsten setzen Sie sich doch einfach drüben an die Strandbar und kaufen sich da Ihren Sangria. Da ist der wahrscheinlich echt und nicht nur aus Wasser und kostet vor allem irgendwie die Hälfte. So, ich muss jetzt erst mal duschen gehen. Aber ich merke ja eins, die wissen, was sie hier tun. Komm, gib mir den Handtuch. Heute werde ich die Polizei nicht rufen, denn ich weiß ja, die Kontrollen halten die Verkäufer nicht davon ab, weiterzumachen. Nun gut, ich freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und bin gespannt, welches Getränk der Trupp dann anbietet.